Wieder ist Weihnacht. Wieder sind wir in der Adventszeit, sehr geehrte Damen und Herren, liebes Fernsehpublikum. Eva Maria Pickert und ich, wir möchten Sie ein klein wenig durch diese Zeit begleiten und auf ein frohes Fest vorbereiten. Weihnachtszeit ist ja auch Märchenzeit. Und wenn ich mich Ihnen wie ein Märchen vorstellen darf, dann so. Es war einmal. Vor langer, langer Zeit gab es im Fernsehen eine Ratesendung mit den Mitspielern X und Y und Z. Und diese Ratesendung hieß Schätzen Sie mal. Ja, ich bin Lutz Hoff und Schätzen Sie mal habe ich viele, viele Jahre für Sie moderiert. Und immer um diese Jahreszeit gab es natürlich etwas zu schätzen zum Thema Weihnachten. Schätzenswertes. Zum Beispiel Weihnachtsgeschenke. Ja, da gibt es ja Weihnachtsmuffel, die sagen, ja, am 24. Dezember und Weihnachten, das ist ja mal da, wo im Fernsehen der kleine Lord kommt. Aber heimlich freuen sie sich natürlich auch auf die Bescherung. Sie wissen, 24.12. Bescherung, Heiligabend auch, aber Bescherung in jedem Fall. Die Manager in den Supermärkten kennen das Datum nicht so. Denn so Ende August, Anfang September sind ja Spekulatius in den Regalen und die Lebkuchen und auch Schokoladenweihnachtsmänner sieht man da schon. Wahrscheinlich umgeschmolzene Osterhasen oder Maikäfer aus der Pfingstproduktion, ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, wie wir unseren Enkelkindern sagen, dass diese Naschereien ja erst der Weihnachtsmann freigibt. Wie auch immer. Wo kommen sie eigentlich her, die Geschenke? Das heißt, die Tradition, etwas zu schenken. Für uns Erwachsene, wir machen das erst seit 150 Jahren. Die Kinder in unserer Region bekommen schon seit Mitte des 16. Jahrhunderts etwas geschenkt. Und zwar damals ein Fünferbeutel. Also im Geschenkesack waren immer fünf Sachen. Immer ein Spielzeug, immer ein Kleidungsstück, immer ein Naschwerk, eine Münze und ein Buch. Die Betonung liegt auf eins. Damals. Ja, schenken Sie heute ein Buch und die Kleinen sagen, oh Opa, ist ja schön, das Buch. Wo kommen da die Batterien rein? Klischee, die Kleinen lesen auch gerne. Wichtig ist aber, ganz wichtig, egal was wir schenken, Hauptsache wir schenken von ganzem Herzen. Und die Gefühle, Emotionen in der Weihnachtszeit hat Eva Maria Pickert aufgeschrieben für ihr Lied Wieder ist Weihnacht. Mike Kilian hat die Musik dazu gemacht und das passt natürlich zu Eva Maria Pickert. Sie singt immer aus vollem Herzen, mit voller Seele. Und zu sehen ist sie jetzt in der neuen Residenz in ihrer Heimatstadt Halle an der Saale. Ein herrliches Bauwerk, ein Ergebnis des frühen Imports italienischer Renaissance-Architektur. Einfach schön, einfach emotional, einfach goldig. Jedes Jahr und immer zur gleichen Zeit gibt's da ein Gefühl, das uns umgibt. Manchmal liegt die Welt ganz tief verschneit, verzaubert nun der Tag, der vor uns liegt. Sanfte Blicke überall im Kerzenschein, Neid und Hass vergessen kurze Zeit. Herzen werden warm, egal ob reich oder arm. Alles ganz verändert, sonderbar. Wieder ist wie jedes Jahr, nun Weihnachtszeit. Glanz und Funken ringsumher, weil
Weihnachtssterne leuchten weit und breit. Glocken klingen hell, friedlich scheint die Welt. Alte Lieder werden in uns wach. Wieder ist wie jedes Jahr nun Weihnachtszeit. Tja, da bleibt uns ja nur noch übrig, Eva Maria Pickert und mir, Ihnen drei Dinge zu wünschen, so wie im Märchen. Da hat man ja auch immer drei Wünsche frei. Also wir wünschen Ihnen erstens Gesundheit. Zweitens wünschen wir Ihnen, und das ist ganz wichtig, Gesundheit. Und drittens, nicht vergessen, Gesundheit. Und wenn wir das alles haben und ein wenig Glück dazu, dann können wir alle zufrieden sein. Alles Gute für Sie, Ihr Lutz Hoff.